Ich bin gut in Algo investiert, aber erst ein X gemacht. Was meinst du, wie viele X sind möglich in diesem Bullrun? Mein Lieber, ihr wisst, das ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe euch schon erklärt gehabt, Algorand ist, als wir auf diese 8-Cent-Bereiche gegangen haben, meine größte Position geworden. Ich habe das meiste Geld in Algo drin. Und guck mal, wenn Algo bei mir die größte Position ist, was Fiat-Investment angeht, also das meiste Fiat, die meisten Euros bei mir sind in Algorand geflossen. Und ich hier sitze und mir das egal ist, welche Ex-Zahl das machen wird, dann solltest du dir auch keine Sorgen darum machen. Es ist ein Projekt, da habe ich rein investiert. Sollte der in diesem Bullrun jetzt nicht wirklich stärker steigen, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Klar würde ich das gerne haben. Klar würde ich richtig dicke Gewinne gerne mit Algorand realisieren. Vor allem, wenn da mein meistes Fiat-Geld drin steckt, dann würde ich das schön finden, wenn er einen Riesenanstieg macht. Wenn er das aber nicht macht, ist mir das vollkommen egal. Weil ich ganz genau weiß ich wollte gerade was anderes sagen, aber sagen wir es mal so. Ich persönlich für mich, ich weiß einfach, dass dieses Projekt in den nächsten Jahren zerstören wird durch Anwendung. Und da bin ich auch bereit, wenn er in diesem Bullrun jetzt nicht so weit hochgeht, keinen Cent davon zu verkaufen und länger zu halten. Das ist die Einstellung, die ich habe. Darum bin ich so eiskalt, was das angeht. Und es interessiert mich einfach nicht. Sollte das stark durch die Decke gehen, hey, bin ich glücklich, werde ich auf jeden Fall Gewinne realisieren. Sollte er das nicht machen, bin ich immer noch glücklich, dass ich so schön tief eingekauft habe. Und einen riesen Stack davon habe und die nächsten Jahre einfach glücklich mit einem Grinsen abwarten kann, bis starke Anwendung kommt. Habe ich auch kein Problem mit. Oder zumindest bis zum nächsten Bullrun. Vielleicht rastet der im nächsten Bullrun aus, wer weiß. Und so gehe ich bei solchen Projekten an, wie Algorand. Weil es hat schon einen Grund, warum ich so viel Geld da reingesteckt habe. Das habe ich nicht einfach gemacht, weil ich denke, oh, ich hoffe, bitte, bitte, macht eine hohe Exzahl diesen Bullrun. Aus dieser 8-Cent-Marke, wo er war, habe ich euch gesagt, wo alle gesagt haben, das ist tot. Ich bin aus dem Livestream raus und habe es direkt eingekauft. Weil für mich ist es einer der besten Zeichen, wenn die Massen sagen, so ein stabiles Projekt ist tot. Das ist für mich meine Bestätigung, dass ich da rein muss. Und genauso, wenn die Massen schreien, oh, das geht für immer nach oben, wir werden nie wieder unter die 70.000 Dollar-Marke fallen. Erinnert ihr euch, wie viele sowas geschrien haben? Ich habe mir gedacht, sind die bescheuert oder was? Da haben tatsächlich bei Twitter, habe ich so oft gelesen, kauft jetzt ein, wir werden niemals wieder unter die 70-Dollar-Marke fallen. Wo wir die 70 gebrochen haben, auf 73 gegangen sind. Ja, da denke ich mir das, wie kann man denn sowas von sich geben, bitte? Wie dämlich stehen wir jetzt da, dass wir auf die 64.500er-Marke gegangen sind? Wie kann man denn sowas glauben tatsächlich? Ich meine, gut, unterm Strich werden wir schon sehen, wenn dieser Bullrun vorbei ist, wer utopische Preistargets hier gesagt hat und wer realistische Preistargets geboten hat. Und dann werdet ihr auch schon ganz genau wissen, wo diese Fantasie-Moonboys waren und wer euch eine realistische Preisprognose gegeben hat. Ihr kennt meine, ihr wisst ganz genau, was ich erwarte, was kommt. Ihr habt gehört, was andere denken. Warten wir es mal ab. Drückt hier auf die Videobeschreibung, dann findet ihr hier diesen Bitpanda-Link. Ihr geht über unseren Link bei Bitpanda hier drauf, registriert euch, führt ein KYC durch und habt die Möglichkeit, in einer Exchange zu handeln oder in einem Broker zu handeln, der EU-reguliert ist, der über 12 Lizenzen EU-weit hat. Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Rohstoffe, Kryptoindizes und Edelmetalle könnt ihr handeln. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda.